Hallo, hallo, halli, hallöchen. Wir spielen Binding of Isaac. Ich habe meinen Gamepad-Tool noch nicht gestartet, deswegen starte ich es gerade. Xpedia heißt es übrigens, für die, die sich immer wieder fragen, obwohl ich schon tausend Millionen Trillionen Trilliarden mal erwähnt habe, ausführen. So, dann ist es die Steuerung diese hier. Und mein Gamepad liegt. Bildschirm habe ich noch nicht. Da liegt es da. Gut. Heute spielen wir mit. Ich weiß es gar nicht. Wir können gerne noch meinen. Blue Baby Run machen. Ja, warum nicht? Da ich euch etwas zeigen möchte, aber das werde ich euch nur zeigen können, wenn wir die Pille finden, die unser eine Full Health Pille bräuchten wir. Dann könnte ich euch zeigen, was ich meinen würde. Verraten tue ich es nicht, die meisten kennen wahrscheinlich schon oder ein paar zumindestens. Ich habe es ja schon mal versucht in einem Livestream zu zeigen, da bin ich aber dann allerdings 2 Stunden rumgelaufen. Also wenn es nicht klappt, wird es einfach nur ein weiterer Versuch mit dem Blue Baby irgendwas zu erreichen. Und da ist ein verschlossener Raum, da wollen wir aber noch nicht rein. Ich denke, unseren ersten Schlüssel brauchen wir dann nicht gleich hier irgendwo in das erste Loch reinzustecken, was wir finden. Schlüssel in Löcher stecken. Wir wollen lieber liebevoll diese Gegner tot und benutzen wirklich mal das Kackihäufchen. Klug. Damit der Gegner nicht dort durchkommt. Zombie lernt dazu! Oh mein Gott, wir müssen ihn aufhalten, er lernt dazu! Bald kann er auch noch reden und Let's Plays aufnehmen. Moment, das tut er schon. Nein! Okay, so in etwa. Und wir gehen einfach mal nach rechts. Hier ein paar Fliegen anweilen. Mache ich ja immer. Das ist immer das Erste, was ich am Morgen mache. Och, nee, jetzt bin ich wach. Muss ich erstmal ein paar Fliegen anweilen. Und dann bin ich richtig wach. Also, ist, wie andere Leute einen Actimel am Morgen trinken, weine ich einfach am Morgen mal ein paar Fliegen an. Warum denn auch nicht? Sehen ja auch so traurig aus, diese kleinen Viecher, haben ja auch eine Trillion Augen. Fliegenaugen, Binding of Isaac, da kann man ganz viele Tränen schießen, wäre doch was. The Common Cold, Poison Damage. Ja, wir können jetzt mit unseren Schüssen Gegner ab und zu vergiften. Finde ich meiner Meinung nach relativ bis sehr extrem praktisch. Ja, 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 kann man sagen. Und wir treffen einen Special Boss, Steven. Es ist irgendwie witzig, weil irgendwie, ich habe, seit ich das Spiel habe, nie einen Special Boss getroffen. Und jetzt in den letzten Durchlaufen treffe ich jedes Mal auf die Special Bosse. Ich weiß nicht, was anders ist. Es liegt auch nicht jetzt an dem Spiel selber, weil ich, wenn ich mal in der Pause meiner Uni dann eine Runde zocke, zum Beispiel, einfach so freizeitmäßig, kommt auch schon ständig dieser Boss und ich weiß nicht warum. So, wir versuchen natürlich erstmal hier den netten Laufenden umzubringen. Weil der ein bisschen gefährlich ist als eine kleine Kompane. Compadre, komm her angeflogen. Nur nichts an mich rankommen, du bist viel zu langsam. Du kleines Fetti-Kuckuck. Sowas kann ich auch noch mit Paint malen oder Photoshop. Mit Paint kann man ja nicht so gut ausfüllen. Mit dem neuen Paint zumindest, mit dem alten Konto. Oh, okay, wir reden hier über Paint, während wir Binding of Isaac spielen. Wir sind cool. Wir bekommen Little Steve, der schießt diese Magic-Schüsse, die Feinde verfolgen. Also kann an gewissen Stellen, wenn man nicht an die Feinde ran möchte, schon ein bisschen praktisch sein. Und natürlich auch für solche Situationen mit mehr Feinden sind immer diese kleinen Begleiter sehr hilfreich, nützlich. So, wir waren erstmal den Großen da weg. So, ich meine, zeige euch kurz, was ich meine. Ah. Da, aus dem Weg dürfte es vielleicht gehen. Naja, seine Schüsse verfolgen schon, aber treffen nichts. Natürlich auch äußerst praktisch. Dann weinen wir einfach hier ein bisschen rum, bis alle tot sind. So. Nehmen uns die Bomben und gehen nicht dort rein. Haha. Sondern springen erstmal hier auf, um zu schauen, was uns dort drin erwartet. Was es in der Truhe gibt. Eine Pille. Diese Pille ist eine Full Health Pille. So, jetzt haben wir das Spiel durchgespielt. So gesehen. Ich zeige euch kurz, was ich meine. Hey, hi Gegner. Hi Gegner. Hi. Oh, ihr macht mir gar keinen Schaden mehr. Oh, oh. Oh, oh nein. Oh, hi, Bombe. Hi, hi. Oh, du machst mir auch gar keinen Schaden mehr. Oh, hi, hi. Schön, dass ich sie wenigstens jetzt hier gefunden habe. Das macht mich ja schon wieder ein bisschen glücklicher. Kleine Sachen, die wir beachten müssen. Wir dürfen keine Leben-Upgrades mehr aufsammeln. Das dürften wir nicht aufsammeln. Sonst wäre alles weg. Also, das wäre unsere Unbesiegbarkeit wieder weg und wir würden kacken. Ja, wir haben sie jetzt dauerhaft, so lange, bis wir irgendwie Leben-Upgrade einsammeln. Man kann es als Cheaten bezeichnen, aber es gehört zu dem Charakter. Pillen benutze ich lieber keine mehr. Einfach,
Nicht, dass da irgendwas kommt, was mir irgendwie noch was schädlich ist, was es mir wegmacht oder so. So, dann springen wir auf. Eine Bombe gegen zwei ist ein guter Deal. Schauen wir mal, was wir hier bekommen. Nur noch mehr Pillen, das wollen wir auch nicht. Ach Gott. Am besten ist es natürlich jetzt, wenn man einen Arcade-Raum findet, da kann man gerne den Automaten einfach komplett kaputt machen und sich einfach so bedienen. Ja, hey, ach komm. Lalalalalalala. Dieser Bucket übrigens auch nur mit dem Charakter. Wer sich jetzt denkt, das mache ich mit Isaac und dann stirbt er und dann, das geht gar nicht, was du hier schreibst, du Kackbuhn und so. Nee, geht das nur mit dem Charakter. Mal schauen, ob wir uns noch irgendwas Tolles dadurch erarbeiten können. Hi, Monstro. Ich hab dich lieb. Na, willst du auch kuscheln? Ja, süß. Ne? Können natürlich jetzt auch wirklich schon einfach direkt zum Endboss durchlaufen und einfach alles mitnehmen, aber ich will wenigstens noch ein bisschen Items einsammeln, dass wir coole Schüsse haben und so weiter. Vielleicht suche ich noch den Geheimraum auf der Ebene. Vielleicht gibt's ja da irgendwie Fliegen oder sowas. Wäre auch nett. Komm, ich meine dich kaputt. Oh, du bist so gefährlich. Oh mein Gott. Das Lebensupgrade dürfen wir auch nicht einsammeln. Ich weiß nicht, ob uns die Herzen abgezogen werden, wenn wir das einsammeln. Also lasse ich lieber. Ach, nichts darf ich aufsammeln, nur weil ich Angst habe, was zu verlieren. Nein, das will ich gar nicht, das kostet einen Schlüssel. Ich wollte hier hin, um zu schauen, ob da der Shop ist, was ich eigentlich erwarte. Geheimraum. Ja, wenigstens ein bisschen Geld. Wir könnten jetzt auch in den Shop schon reinschauen. Wir haben ja 15 Münzen. Ja, dann schauen wir doch in den Shop rein. Vielleicht gibt es ja da irgendein Upgrade, was ein bisschen freundlicher ist und nicht uns irgendwelche Lebensbonus andeutet und gibt. Ich meine, wer will denn schon mehr leben, wenn man unbesiegbar ist? Wollen wir doch mal... Ja, den Kompass, den nehmen wir doch mal gleich mit. So. Das Feuer weinen wir noch aus. Und das Feuer weinen wir auch noch aus. Nicht. Ja. Jetzt ist wahrscheinlich der spannendste Run überhaupt. Ich könnte den auch als Weihnachtsspecial als ein Part hochladen. Das mache ich sogar. Nein, ich will ja heute Parts hochladen. Ach, egal. Ich überleg's mir. Hui. So. Wir wissen ja auf jeden Fall gleich schon mal, wo der Shop ist, auch wenn wir noch nicht hin müssen. Wir müssen nur aufpassen vor diesem blauen Wurm, nicht, dass der ein Silberherz am Ende verliert. Und es dann in uns reingedrückt wird, weil wir hier durch müssen. Boah, es wäre gemein, wenn ein Silberherz so im Weg liegt, dass irgendwann müsste durchlaufen, so gezwungenermaßen. Du musst das Lebensupgrade nehmen. Nein! Ach ja. Grün und lila. Tolle Tränenfarben übrigens. Also... Ich habe mir schon immer gewünscht, seit ich ein kleiner Junge war, dass meine Tränen lila werden. Ups, ich wollte gar nicht in den Raum kackieren. Egal. Hier ist ein Fassbrunnen. Und runter. Und nach rechts. Obwohl ich eigentlich eher nach links will. Ja genau, gehen wir nach links. Because there is the golden room und in the golden room there could be something special that I need. Lalalalalalalalala. So, alle tot. Die Bombe nehmen wir auch noch gerne mit. Wir geben uns gleich hier nach oben, nachdem wir den Raum hier fertig haben. So, du bist auch kaputt, du bist auch kaputt und du bist auch kaputt. Und die Bombe nehme ich auch gerne noch mit. So, hi Amnesia-Monster. Und zack, tot. Und zack, tot. So, kurz sehen wir wenigstens einmal den Tod von Satan. Och, da wollte ich doch gar nicht rein, ich wollte doch nach oben. Hui. Der gibt Herzen. Herzen brauchen wir nicht. Lauter Lebensupgrades heute noch. Wahnsinn. Dann gehen wir auch mal weiter, ohne den zu nehmen. Ich schaue noch kurz, ob der Geheimraum vielleicht hier rechts ist, weil das sieht sehr danach aus. Aber ist er nicht. Dann habe ich keine Ahnung, wo er sein könnte und alle Wände ansprengen möchte ich nicht auch. Auch nicht unbedingt. Vielleicht irgendwie neben dem Bossraum oder so schauen wir noch mal. Auch wenn es eigentlich nur zwei Wände sind, die sich da machen. Dann ignorieren wir es einfach. Ach so. So zu dem Bossraum. Dann könnte er doch noch da sein, okay. Geh mal kaputt. Danke. Und gib mir die Bombe. So. Wir weinen das kaputt. Und ich weine hier auch noch kaputt. Und oh, ist das spannend, Leute. Oh, und dann machen wir da mal ein Loch in die Wand. Hi. Geldautomat. Nö, ich will, wenn dann Geld draus haben. Yay! Yeah. Money! Tschüss! Auf dem Bot! Blalalalalala. Oh, du bist so gefährlich.
Warte mal, ich hab eine witzige Idee. Bombe! Vernichte alles! Gut. So, so müsste der Bosskampf mal anfangen, das wäre witzig. Ich möchte mal gerne sehen, wie viele Chancen da die Spieler haben. So. Hilfe, ich werde hier voll rumgedrückt, allein von den ganzen Schüssen. Komm! Stirb! Du bist langweilig! So. Jetzt soll ich hier oben. Zack, zack, zack. Jetzt dich hier in der Ecke. Ich mag eh keiner. Und dich da drüben. Dich hat eh keiner beachtet. Tschüss. Der Kochlöffel. Speed up. Hui. So, was gibt's hier alles Tolles? Mini-Boss-Raum, Shop. Dann gehen wir doch erstmal nach links. Und versuchen auf dem Weg zu dem Goldraum irgendwie einen Schlüssel zu finden. Oder vielleicht ist ja hier nach oben der Geheimraum. Könnte ja auch sein. Erstmal den Boss hier auf jeden Fall niederballern. So, mit voller Anstrengung und so. Wir sind hier voller Elan. Wir spielen dieses Spiel so actionreich, dass ich den ganzen Park jetzt nur noch so reden werde, dass ich den Geheimraum hier voll gefunden habe, den ich gar nicht haben möchte, weil er nur Kacke ist. Und dann sprengen wir uns in den Goldraum rein, dann brauchen wir nicht mal einen Schlüssel. Hahaha. Die Slip-Einlage, was hat die nochmal gemacht? Alles verlangsamt? War das so? Ich glaube schon. Dann verlangsamen wir halt alles. Und das geht überhaupt nicht auf den Hals, wenn ich den ganzen Part lang nur so reden würde. Aber es klingt episch. So, naja, halbwegs episch. Hey, du da, steh mal auf. Danke. Du hast Geld dabei. Und was hast du dabei? So. Auch Geld. Lalalalalalala. Wieso haben wir eigentlich keine Bomben? Habe ich wirklich alle schon verschwendet? Ach, ich bin so verschwenderisch. Wahnsinn. Nichts kann ich mehr aufheben. Alles muss ich gleich verballern. Und da ist noch eine Truhe. Schön, komme ich nicht hin. Oh, das ist eine Bombe. Ich habe nichts gesagt. Eine Truhe zum Mitnehmen, bitte. Eine Pille. Ist das die Full Health Pille? Nee. Egal, ich nehme sie einfach mal mit. Schaden kann sie mir nicht. Außer wenn sie Silbererzen beschwört. Aber es kann nur eine Karte. So. Hallo, meine lieben Freunde. Na, Kuschelzeit, oder was? Ich kuschel auch gerne mit euch. Lalalala. Seitdem meine Mutti mich mit dem Kochlöffel verprügelt hat, da kuschel ich immer so gerne. Ich weiß nicht warum. Ich weine auch die ganze Zeit. Irgendwie habe ich was wohl im Auge. So, tot. Und tot. Schlüssel. Mardis. Das sind gar keine Mardis mehr. Da Fliegis. So, wir gehen einfach mal zum Shop. Auf der Suche noch nebenbei nach dem Geheimraum. Und in der Hoffnung vielleicht auf ein Schadensupgrade, dass die Viecher endlich mal schneller verrecken. Es gibt auch noch eine sehr schöne Kombination, die hatte ich, als ich das erste Mal dieses Item hatte. Wenn man diese Klinge hat, diese Emo-Klinge, Rasierklinge, mit der man sich selber schneiden kann, also Emo-Klinge eigentlich wirklich. Also, beziehungsweise mit der man sich ritzen kann, das ist keine Emo-Klinge, so, kann man sie immer wieder auf sich anwenden, weil die hat keinen Cooldown und kann sich unendlich viel Schaden noch dazu machen. Also, dass man wirklich extrem viel Schaden macht. Das ist auch sehr lustig. Ja. Wenn man schon das Glück hat und so solche Bugs findet, per Zufall, denn ein Nutzer per PN mir gesagt hat, dass es wirklich ein Bug ist und alles, weil es war ja in der einen Folge schon mal, wenn man irgendwie verwundet worden, haben uns total gewundert. Die Leiter hätte ich sehr gerne. Jetzt brauchen wir noch irgendwas, was Geld verliert. Na, habt ihr Lust, mal Geld zu verlieren? Bisschen so. Hast du mal einen Euro? Hey, du, hast du mal einen Euro? Gib dir auch einen Euro. Hast du mal einen Euro? Gib dir mal einen Euro. Ja. Ja, so läuft das so und nicht anders. Hallo, Mr. Boss. Ich kann dir keinen Schaden machen. Stimmt, verliert er jetzt so bei einer der Trennungen dann so ein Ding und ich so nur so... Und dann bin ich tot. Kann alles passieren. Also der einzige Feind ist Leben, sozusagen. Ich will ganz viele Kleine haben. Kleine Köpfe! Okay. Gut,
Du stirbst. Stirb. Aber fahr mal Laser. Nehmen wir doch auch mal mit. Ich weiß, dass die Slipperlage in gewissen Fällen besser ist, wenn man Schaden bekommen könnte, nicht so wie wir. Da ist eine Truhe, da kommen wir nicht dran. Was ist hier unten so? Vielleicht können wir den Geheimraum machen oder so. Nicht den Geheimraum, den Kampfraum. So, mein Ohr tut gerade weh vom Headset, aber das hat euch nicht so großartig zu interessieren. Ihr schaut ja nur hier zu, wie ich immer die Gegner vollweine. Und ich würde sagen, das was für den jetzigen Part auch, wie es weitergeht, seht ihr dann nach diesem Raum im nächsten Part, morgen halt und so. Das Spiel ist immer relativ schnell hochgeladen und alles. Gut, ich nehme den Schlüssel und sage bis dann!